Mann, kehre zu Subnebene 2 zurück, um den Kryotank des Hausmeisters zu finden. Ja. Ah, das ist heftig, hä? Einmal manuelle Überbrückung falsch. Und das Feuer. Keine Ahnung, wie ich das Feuer hätte finden können. Und schon ist nur noch ein einziger Nachkommen am Leben, scheinbar. Ein einzelner. Aber den muss ich jetzt echt. Diesen einen, den muss ich jetzt echt. The janitor's cryo tank should be on sub-level 2. I have to check it before I can start the retrieval process. Okay, hier müssen wir also später hin. Gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Und nach unten. Scheinbar ist es normalerweise ein Job für mehrere Leute hier, dieser Aufwachprozess, ne? Und jetzt muss er das hier ganz alleine machen. Sind wir mal gespannt, hey. Ich erinnere mich an die Scheiße mit dem Feuerlöscher. Nicht, dass der Typ da auch noch zurückkommt. Und warum? Ich meine, ich habe doch eigentlich. Ich verstehe das mit dem Feuer noch nicht, weil ich dachte, ich hätte es mal eigentlich danach richtig gemacht mit dem, nach dem Aufzug, ne? Dass ich dann alles sauber richtig gemacht hätte, dachte ich. Ja, immer schön nach Handbuch, alles richtig. Und dann, ja, da gab es ein Feuer. So eine Scheiße. Geh noch mal weg, geh noch mal neu hin. Danke. Ja, und dann gibt es noch den einen Typen mit dem Feuerlöscher, der sich wohl aus dem Computerraum befreit hat. Mal schauen, wo der mich erwartet, der Arsch, ne? So, Sublevel 2 Computer. The janitor was never meant to be in one of these cryo tanks. If I can find the one tank that doesn't match what's on file, I should be able to find the right one. Okay. Status Leben, das ist doch schon mal nicht schlecht, oder? Do these match? Spezialist für Kryonik, Fachwissen. Status Leben, der lebt doch auch noch. Der lebt doch auch noch hier. Empty. Status unbekannt, ja. Der wurde wohl entfernt. Eine hochqualifizierte Chirurgin. Jüngste Gehirnchirurgin. Ist cool, wie sich das hier dreht an der Seite, ne? Geschlecht weiblich, Fachgebiet Strahlung, Status Leben, aber da leben doch jetzt schon mehr als einer. They didn't make it. Nee, der hat's wohl nicht geschafft. Status verstorben. Männlich, Kardiologie 39. Aber auch bei dem ist Aufwachphase 1 lebend. Da steht doch auch lebend. About this one? Männlich, Softwareentwickler. Lebend, hochqualifiziert. Ja, ich weiß nicht, ob es der ist, weil er sagt, how about this one, aber das könnte schon stimmen. Ein Fachgebiet Architektur. That can't be good. Nee, leere Tank sind nicht so gut, ne? One of these has to be right. Ximena Michaels, weiblich, Infektionskrankheiten. Wer könnte da nur richtig sein? Remy Haynes, weiblich, 27. Gesundheit ausgezeichnet, lebend. Das ist echt die Man, Frage. I know who this guy is. He's supposed to make them videos online. Glad you made it, man. Lol, Gesundheit ausgezeichnet, Online-Systeme männlich. Internet-Guru. Ob ich den wecken sollte, dass er mir bei dem ganzen Computerproblem hier hilft?
Jada White. Mikrobiologie. Wer ist er denn? Jetzt sind wir wieder am Anfang, okay. Ja, jetzt ist die Frage, wen nehmen wir, ne? Wen nehmen wir? Bei dem hat er gesagt, was ist auch mit dem? Aber hier Gesundheit gut. Ich sollte vielleicht wirklich erst einen nehmen, der Gesundheit ausgezeichnet dastehen hat, hä? Endokrinologe. Spitze. Unersetzlich für die Wiederbevölkerung der Erde. Oh ja, ist leer. La 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 la. Hier, Gesundheit gut. Das ist echt schwer, ne? Hier, weiblich. Die ist ausgezeichnet. Spezialistin für. Nützlich für die Heilmittelerzeugung. Das klingt natürlich cool. Also Amy merken wir uns mal. Internetguru. Ja, ich weiß nicht, ob das der richtige wäre, ne? Und hier ist wieder nur gut. Ja, ich gucke jetzt hier gerade nur schnell auf die Gesundheit. Cryonic. Spezialist für Fachwissen von unschätzbarem Wert für die neue Welt. Aufwachphase 2. Status lebend. Also Jesse und Amy sind bisher die zwei Ziele. Weil alles, was nur Status gut hat, ausreichend. Schaut ihr das an und ist eh weg. Die wecke ich auch nicht auf hier. Sehr gut. Zack, auch nur gut. Ja, ist die Frage, holen wir die Frau raus oder den Mann, ne? Er war für Kryonik zuständig und sie war für Heilmittel zuständig. Ich glaube, ich nehme den. This Ich nehme cryo sie, tank's komm. empty. Was? Der ist leer? Okay. Nah, those stats are the same. Okay. Nah, those stats are the same. Ist ja witzig. Nah, those stats are the same. Woran erkennt man das, dass die Werte gleich sind? Ist denn das denn hier mal gleich? Ja gut, die ist natürlich. This cryo tank's empty. Ja, der ist leer. Das stimmt also. Nah, those stats are the same. Es ist alles, was hier. Oh, warte mal. Aufwachphase 2. Sind die alle in Aufwachphase 2, die anderen? Und ich habe einen in Aufwachphase 1 gesehen, nämlich sehen ihn hier, ne? There. There. The stats don't match. That's the cryo tank. That's the last Okay. janitor. Der ist als einziger in Aufwachphase 1 gewesen, der Typ. Also nehmen wir den. Okay, habe ich jetzt. Und jetzt muss ich jetzt wieder hoch. Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder hoch, hä? Ach Gott, ich habe die Zahl schon wieder vergessen. Ja, sorry, aber ich habe die Zahl schon wieder vergessen. Das ist schon eine Zeit lang her, ne? 94301. Hättest du gar nicht gebraucht, super. Mua. So, wieder hoch. 94. Ich habe den Namen gerade vergessen. Aber ich werde ihn hoffentlich am Gesicht wiedererkennen. Oder das Spiel hilft mir. Ansonsten muss ich nochmal runter. Und ihr dürft mich in den Kommentaren dann verfluchen. Na, ich dachte, ich hätte ihn erwischt. Mich wundert noch, wo dieser eine Typ ist, ne? Das wundert mich noch so ein bisschen, wo der ist. Dass der noch nicht wieder aufgetaucht ist irgendwo. So, jetzt müssen wir wohl hier hin. Und den einen Cryotank hochholen, hä? Mal schauen.
Warum ist der Hausmeister da drin? Okay, gotta get the cryo tank to the surface. If I'm remembering it right, I need to rotate the levels. And if there's an empty space, then I can move the cryo tanks higher or lower using the machinery. Okay, so weit, so gut. Den kann ich wohl weg. Ah. Warte mal, gehen wir doch erstmal ganz runter, ha? Der muss wohl rein. Dahin? Ich habe hier aber keinen leeren Platz. Good. Now I have to clear a path for the cryo tank using these lifts. Halt. Jetzt haben wir es kapiert. Okay, ich muss auch auf die Knöpfe in der Mitte drücken. So, einmal rund, bitte. Flip. Weak, weak. Think I got the hang of this. Not much further to go. Und jetzt muss er noch wieder nach oben, ne? Ne? Oh, Warum geht das jetzt hier nicht? Hä? Ach, weil hier nicht leer ist. Ja, so ein Scheiß. Ich muss also den... Jetzt sehe ich meine Maus nicht mehr. Moment mal ganz kurz, meine Maus. Wenn ich neu reintappe, ist sie dann wieder da. Nee, super. Macht es gerade ein bisschen schwierig, die Pfeile zu treffen. Oh, super. Hallo? Na, ganz toll. Ja, ich habe gerade ein gewisses Problem, weil auch die Knöpfe hier, gerade auch wenn er sie mir so anzeigt, nicht mehr funktionieren. Ja, scheinbar habe ich es mal wieder geschafft, die Descendants zum Absturz zu bringen. Ich starte dann mal eben neu und wir sehen uns, ja, gleich wieder, ne? So ein Scheiß.